Hä? Dachte, ich hätte das gerade aktualisiert. Sopp. Soppe die Duder. Das wird noch auf hart gestellt. Und meinem neuen Input-Device kann das jetzt auch nur noch was werden. Diese Kackmusik, ey. Das wirst du gleich sehen. Ich muss erstmal meinen Block mit meinen krassen Passwörtern raussuchen. Wobei die erste Seite schon fast komplett eingenommen wird. Von ActRaiser 2. So. Hab ich jetzt auf hart gestellt. Und der Rest sich jetzt mit den Schlümpfen füllt. Glaubi, Schlumpfine. Wo ist sie? Halt. Torte und Geschenk. Ich denke mal, ich weiß, welche ich damit gemeint habe. Sopp. Der See. Act 5. Ich bin mir sicher, dass hiernach noch mindestens zwei weitere Passwörter kommen. Selbstredend. Ich meine, ich streame ja auch immerhin mit. Alter, ist das 720p? Was geht denn mit mir? Richtiger Arcade-Feel ist jetzt. Habe ich aus. Ja, und habe aus dem Internet auch Stream noch gezogen, den ich vorhin hatte. Bin schon ganz, ganz, ganz advanced, was sowas angeht. Ja, los, komm wieder. Ohne Witz, das spielt sich verdammt gut mit Stick. Besser als mit diesem bescheuerten Fightpad von Mad Catz, also dem neuen. Das alte ist fantastisch. Aber das neue ist irgendwie wesentlich beschissener als das alte. Kostete aber dafür am Anfang mehr und inzwischen weit, weit weniger. Es hat nicht lange gebraucht, dann ist das Teil im Preis gefallen um 60% oder so. Wobei ich kann ich von heute sprechen. Warte mal, was? Ich lese da, glaube ich, gerade irgendwelche Lügen im Chat. Halt, scheiße. Wäre mir geschissen zu bekommen, aber. Ja. Ja, genau das werde ich hier erzählen. Guck dir den Stream an. Ich habe den Beweis. Halt. Okay, was warum ich da gerade tun wollte, es hat nicht funktioniert. Nur weil ich die scheiß Biene noch mitnehmen wollte. Ich kann sie schließlich nicht leiden. Alter, war das. Habe ich hier gerade mittendrin irgendwo gestartet? Gibt's hier Checkpoints mitten im Level? Okay, ich bringe mich jetzt um und starte gleich nochmal neu. Das ist ja lächerlich. Tut mir leid, Überraschungsschlumpf, aber sowas mache ich hier nicht. Ja, halt Schnauze. Speichert das sogar, lässig. Doch spätestens, wenn ich ein neues Passwort habe, darf ich mir auch mal nachschenken. So, jetzt aber noch mal richtig.
dumm für den zweiten Level. Ich glaub, es hackt. Na los, wo bleibt's? Dieses Spiel ist schon ununterbrochen dabei, ohne irgendwelches Gleitmittel in mich einzudringen. Ich war ja früher, ich weiß nicht, ob ich das auch auf hart gespielt habe, ich bin mir da alles andere als sicher, aber ich war schon mal zumindest bei Azrael. Und ich glaube, das ist so ziemlich der letzte Level. Aber ich habe es nie durchgespielt. Ah, kacke. Mir ist aufgefallen, das Spiel hat schon... Es ist, sag ich mal... Ich finde, der Grafikstil ist fantastisch und das Gameplay größtenteils auch, aber es hat seine... seine Momente, in denen ich einfach nur denke, es ist unfair. Es hat Asterix und Obelix nicht, das ist ja von denselben Machern. Außer halt vielleicht die Welt mit den Katapulten, die ist auch, was das angeht... unfair. Aber ich hatte hier einige Momente, wo ich nicht wissen konnte, was kommt, und ich bin einfach gestorben. Gerade auch der zweite Level mit dem See, das müsstest du ja... Nee, das ist der dritte Level ja schon. Müsst ihr noch gesehen haben. Da gibt es eine so eine Stelle, da muss man sich runterfallen lassen. Und wenn man sich einfach nur runterfallen lässt, stirbt man. Man muss runterfallen und ein bisschen nach links drücken, damit man nicht stirbt. Ach du meine Fresse, fresse ich gleich noch einen. Was zum Teufel... werden einfach immer nur mehr und mehr von diesen Kack... schnell weiter. Ich will ja kein Leben mehr verlieren. Halt. Gut. Oder... Weil ich muss auch hier sagen, inzwischen bin ich schon häufig hier gestorben. Ich habe, bevor ich vorhin aufgehört hatte, ja immer noch Schlümpfe weitergespielt und ein bisschen auch hier... den Level kennengelernt, deswegen weiß ich, an den habe ich gerade mich zum Beispiel nicht mehr erinnert, deswegen kenne ich ein paar der Blitze. Aber das ist auch so eine Sache, wobei man sich, wenn man sehr langsam wahrscheinlich vorangeht, oh, und diese Geister, die sind das Schlimmste an dem ganzen Level. Mein Gott, nein. Aber es gibt ja keinen Indikator dafür, wo die verdammt nochmal runterkommen, die Geister. Meine hier war, oh mein Gott. Komm runter, ich will drüber hüpfen. Oh Mann. Aber was ich halt echt fantastisch finde, ist, ich muss wirklich sagen, diese Grafik ist absolut zeitlos. Und man muss mal darauf achten, wie unglaublich viele Sprites die Bewegungen von denen haben. Wie er ständig nach links und rechts guckt und die Mütze mitwippt und so, das ist fantastisch. Was nicht fantastisch ist, sind diese dämlichen Geister. Ich habe Elektronik studiert. Ja, und anscheinend ging es ja trotzdem. Oh mein Gott! Nein! So, halt, da werde ich getroffen. Lebensenergie und dran vorbei. Aber jetzt, ja, da kam schon der erste Geist. Und da ist Nummer 2 und ich glaube, an den komme ich jetzt schon nicht mehr vorbei, weil der immer nur, ja, wollte gerade sagen, ich muss... Verdammte Pisse! Da musste ich irgendwie, glaube ich, direkt unter deren Griff stehen bleiben. Das habe ich heute, als ich vorhin das gespielt habe, nicht mehr rausgekriegt. Da wurde ich einfach fast immer getroffen, weil ich nicht direkt runter durchrennen konnte. Halt, da oben kommt auch einer, wollte ich gerade sagen. Und hier kommt schon gleich der nächste, darüber hüpfen. Da kommt gleich noch einer, ja, scheiße. Und dann kommt hier noch einer. Halt, da kommt auch ein Blitz. Alter, schaffe ich den Level jetzt vielleicht schon? Woher, nee, da kommt noch diese widerliche Stelle mit den drei Schwertern. Und er, was auch immer er hier will. Nein. Ja, her damit.
Und man muss direkt drunter stehen bleiben, dann kommt man weiter. Nein, diese Geister. Diese springen. Ja, danke. Hast ja absolut recht. Alter. Ich glaube, mit so viel Leben kann ich die halbe Stunde, die ich vorhin probiert habe, noch nie weiter. Was ich auch so geil fand, diese Sterne, ab 30 Stück, glaube ich, vielleicht auch erst ab 33, ich hatte vorhin 33, kriegt man ein Bonus-Game. Also kann man den Bonus-Level. Das ging ungelogen bei mir ungefähr eine Sekunde und ich bin rausgeflogen. Ich hatte noch keine Ahnung, was da überhaupt abgeht, als mich das Spiel schon wieder rausgeschmissen hat. Dann gibt es ja gleich noch ein... noch ein Leben hier. Diese Welt hat mich auch zur Weißglut gebracht vorhin, aber ich meine, ich bin hier auch gerade. Ich rede davon, dass ich glaube, so viel Zeit habe ich nicht mal darin verschwendet. Aber kurz vor Schluss gibt es nochmal so eine Stelle, wo ich dahin fallen würde, wo ich gerade eben war. In diesem Gang da. Da würde ich oben runterfallen, wenn ich am Ende den Sprung verkacke. Ach, scheiße. Wie war's denn eigentlich? Ich habe natürlich jetzt auch viel besseren Controller, deswegen ist das alles kein Problem mehr für mich. Deswegen flitze ich hier gerade nur so durch. Wolltest du nicht eigentlich immer was saufen, immer wenn ich sterbe? Halt. Nein, ich hole mir jetzt aber das Zeug noch. Hat er schon wieder Level geschafft. Trinken einfach noch. Ja, ist auch gut. Wahrscheinlich kompletter Nichtraucher, ne? Bin ich im nüchternen Zustand auch. Halt, nein, ach Kacke. Ich finde eigentlich, ja, das schmeckt absolut widerlich. Trotzdem, immer wenn einer raucht und ich bin gerade betrunken, frage ich mich um eine. Oh mein Gott, diese Stelle. Nein. Ja. Ich bin gleich tot. Ja, kann ich auch verstehen. Ich bereue es auch immer wieder am nächsten Tag. Schmeckt einfach nur scheiße. Ja, Lebensenergie. Und da bin ich, ich wollte gerade sagen, ich bin vorhin in einem beschissenen Spiegel. Das Wort ist schwer, das kann man nicht immer wissen. Was ist das? Was ist das? Durch da. Was mache ich hier für einen Blödsinn? Der war das, glaube ich. Dieser Igel, der dreht total durch. Hast du kommen sehen. Mit dem dritten Auge, ja, Tenshinhan. Ich kann da nicht unten drunter durch. Was geht mit diesem Ding ab? Was zum Teufel, ich muss hier weg. Nein, ich habe verkackt. Oh mein Gott, was ist das für ein Sprung? Wenn ich nicht renne, dann geht's gut. Okay. Oh mein Gott. Lass mich bloß in Ruhe. Was ist das für Gegner? Nein. Thank you.
Ja, das ist zerstört mich einfach nur. Komm. Er dreht jetzt einfach nur noch da am Rad. Ach, und das ist dasselbe wie vorhin. Aber ich hoffe, der fängt sich gleich da wieder ein. Nein, er dreht durch. Nein! Ja, Ikaruga ist echt. Ich habe auch ohne. Also, das heißt, und Volleyball, ich habe auch sowas wie Ninja Gaiden durchgespielt. Aber das ist ein Witz im Vergleich zu diesem Spiel. Vielleicht die letzten Level von Ninja Gaiden, die kommen ungefähr auf ein Niveau mit so ziemlich allem, was in diesem Spiel passiert. Na, scheiße. Was ist auch das hier? Was ist das für ein Timing, ey? Komm schon. Nein, und okay, was von was wurde ich da getroffen? Ich meine, es war mit Sicherheit dieser Wurm. Aber wie? Ja, geh los. Nein, ich dachte, ich wäre sicher. Wie kann ich denn. Alter, er ist nicht losgehüpft. Er ist losgehüpft. Ich hatte doch für eine Sekunde mal Hoffnung. So, wie mache ich das jetzt? Wieso geht da oben kein Tropfen raus? Alter, mit 4 Leben. So, ich zieh da jetzt durch. Drauf geschissen. Nein! Nein! Ich hab doch den Sprung gemacht, wie immer. Ist das ein? Okay, mit 2 Leben. Ich zieh da durch. Komm schon. Ja, sehr gut. Nein, ich will das Leben. Bin weiter. Wie weit kommt er bitte? Oh, ah, sehr gut. Scheiße. Das war wieder dumm von mir. Immerhin gibt es hier ansatzweise immer ein Leben. Ich bin wieder stabil hier hingekommen. Ist auf den Stehen. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Weißt du, wie ich gerade in den. Ich wollte tatsächlich Pinguin sagen. Wie ich in den Igel reingerannt bin? Ja, das war selten dämlich. Gebe zu, das war nicht das Intelligenteste, was ich hier getan habe. Wenn er runter ist, renne ich weiter. Scheiße, jetzt habe ich den dämlichen Tropfen da oben. Na nee, von hier aus geht das klar. Ja. Ja, ich gebe zu, das war nicht intelligent. Ach, aber wie. Guck mal. Was ist das für eine Hitbox da? Da hätte ich doch eigentlich nicht getroffen werden dürfen. Nein. Er lässt mir ein bisschen Zeit. Ich muss da durchflitzen. Anders geht das nicht. Nein, scheiße, das war schon wieder zu. Den Fehler, den hätte ich mir nicht erlauben dürfen. Alter, mit 2 Herzen bin ich gut. Was ja, die Musik in dem Wald, die hat einen richtig immer.
gerade eben. Ich finde die Musik in dem Spiel aber eigentlich gut, muss ich sagen. Aber ja, die. Hier, wenn man gerade genauer drauf achtet, diese tiefen Töne im Hintergrund, die klingen fast ein bisschen unmelodisch. Wollen einen nur aus dem Konzept bringen. Aber insgesamt finde ich die Musik in dem Spiel gut. Bis jetzt. Ich glaube, die wurde auch nicht scheiße, auch nicht schlechter. Ich sehe doch schon das Exit-Schild. Bitte lass mich da raus. Oh. Juppie! Alter, schaffe ich dieses Mal. Es fehlt nur noch ein lächerlicher Level und ein Endgegner und dann habe ich schon das nächste Passwort. Ja, es hätten noch viel mehr diese wahnsinnigen Igel auftauchen können. Bei denen ich einfach nur glücklich war, wenn sie weg waren. Halt. Hier was? Nein. Selbstverständlich nehme ich die drei mit. Ne? Was, ein Leben? Ne, ich habe 25 mal diesen Ding angesammelt. Oh Gott, nee, die Vögel waren der letzte. Vielleicht tauchen sie hier nochmal auf. Aber die Vögel, das ist der zweite Level. Nee, der dritte. Die Brücke. Wie geht's hier weiter? Muss ich hier wieder runterfallen? Ja. Diesmal bin ich nicht gestorben. Halt, ich will darüber. Das einzige Gute an der Brücke war aber auch, dass der Level war nicht unbedingt lang. Muss ich hier überhaupt hin? Ja, ich glaube schon. Alter, 13 Sekunden, was geht mit der Zeit? Und hier geht es nicht mal weiter. Wo zum Teufel geht es weiter? Ja, ich merke das schon, dass die Zeit gerade abläuft. Nein, scheiße. Was zum Teufel ist das denn? Nein, 2 Sekunden. Was ist das für ein Level? Ich habe hier keine Zeit dafür. Scheiße. Nee, ich brauche ja das Teil, damit ich weiter kann. Aber ich kann vorher noch mal eben schnell die beiden Dinger hier einsammeln. So, das meintest du? Ich dachte, du meintest die Teile, auf denen man rumhüpfen muss. An den gerade eben, muss ich ganz ehrlich sagen, konnte ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ja. Ist auch wieder mit irgendwelchen Eicheln nach mir. Nein, das will ich haben. Kacke. Wahrscheinlich brauche ich den auch noch hier. Fair. Ja.
Mein Gott, kann ich jetzt nicht mehr weiter. Oh mein Gott. Bin ich wieder hier? Nein. Los. Nein. Scheiße. Nee, hier muss ich hoch, dann brauche ich gleich das Ding von links. Ja, lass mich bloß in Ruhe. Nein. Halt, das war's schon wieder, ne? Oder doch nicht? Muss ich hin? Ne, ich musste da nochmal irgendwie hoch. Ich muss irgendwo noch einen zweiten herkriegen. Aber woher? Brauche ich überhaupt wirklich zwei? Bin ich irgendwo falsch abgesprungen? Ja, ich sehe, dass die Zeit ausläuft. Ich weiß gerade nur nicht, was ich dagegen machen soll. Brauchen wir noch einen Stern? Wo zum Teufel? Wie geht's weiter? Wenn ich von hier oben hüpfe, dann. Ja, dann wäre ich angekommen. Das war einfach mein Fehler. Ja, 3, 2, 1, fick dich, Spiel. Alter, Leben, ich Idiot. Ui, ui, ui. Doch lustig, ich war mir eigentlich sicher, ich würde auf den anderen hüpfen. Nee, bringt nichts. Alter, mit 4 Herzen. Halt. Weißt du was jetzt? Mein Gott. Jetzt nehme ich hier noch die 3 Sterne mit. Einfach weil ich es kann. Nein, ich muss oben hüpfen. Unten funktioniert nicht. Nein. Nein. Ja, der Rätselmeister, der ist gerade mit 4 Herzen innerhalb kürzester Zeit gestorben. Aber du hast selbstverständlich trotzdem recht. Ich bin der Rätselmeister, ja. Oh Mann. Alter.
sah auch sehr crisp aus, das Timing da von mir. Nein. Ja, weil ich es kann. Ich weiß, Übermut tut immer gut. Aber das war kein Übermut. Ich konnte es ja tatsächlich. Nee, es war zu früh. Das hier ist der richtige. Alter, was geht denn mit ihm? Er hat auch eine Frequenz, in der er einem da annervt. Was ist passiert? Ich finde meine Zitate on point. Was, da kommt noch ein Level? Müsste das nicht eigentlich jetzt langsam mal genug gewesen sein? Alter. Oh Mann. An diesem Level kann ich mich auch nicht im geringsten ändern, muss ich zugeben. Hallo? Juppie! Habe ich vielleicht doch schon Nachschenken verdient? Ich weiß ja nicht. Das war ein glorreicher Untergang, ne? Okay. Ja, gerne. Ich kann dir noch was anderes empfehlen. Leider ist zurzeit wieder bei Brute War in Korea ist ein Spieler des Betrugs bezichtigt. Also der hat mit Absicht verloren bei einigen Matches. Jetzt zwar nicht in der derzeitigen ASL, aber davor war bei irgendwas. Und ich kam dabei wieder auf Spiele von früher. Ich meine, StarCraft 2 hatte das, glaube ich, auch mal das Problem. Aber da waren auch schon Leute dabei, Matchfixer halt mit Wettbetrug. Und da wurden unter anderem zwei Leute gegeneinander gepackt, die beide den Auftrag bekommen haben von ihrem, keine Ahnung, Verbrechersyndikat, was da im Hintergrund war, zu verlieren. Und dann sieht man, also diese Spiele mit anzusehen, wo beide auf Teufel komm raus irgendwie versuchen zu verlieren und richtig enttäuscht sind, als sie gewinnen. Das war schon mal ein Anblick für die Götter mit den beiden. Scheiße. Nein. Insgesamt läuft es trotzdem noch gut. Kennen wir bei uns ja nicht. Bei uns weißen Häutern. Wobei ich glaube tatsächlich, dass es hier ein bisschen besser organisiert wäre. Immerhin mit dem ersten Leben hierher gekommen. Schon mal gut. Halt, was mache ich hier? Die Explosion verletzt mich übrigens auch selber. Oh. Alter, bis jetzt bin ich noch extremst gut dabei. Oh mein Gott, das Arschgesicht steht da. Wie komme ich an diesem Sack ordentlich vorbei? Der kriegt mich jedes Mal. Nein. Thank you.
Ohne Witz, das ist der größte Arschwix. Er kommt einfach nicht. Verschlumpft noch eins. Das einzige Gute, ich meine, selbst wenn ich es heute nicht mehr durchspielen könnte, was ja im Bereich des Möglichen ist, einfach nur weil ich vielleicht einfach nicht mehr so lange streame. Oh mein Gott. Habe ich danach ja immerhin erstmal. Ach Scheiße, 2 Wochen Pause. Weil ich in den Ferien ja nicht da bin. Es ist egal, ob der mich jetzt trifft oder gleich. Und er kommt mit. Diese dämlichen Geister, ey. Ich habe doch sogar noch dran gedacht, unten drunter zu warten. Doch, kann trotzdem sein, dass ich es nicht mehr durchschaffe. Alter, drüber gehüpft. Ich sag ja nur, es könnte sein. Und wenn, liegt es natürlich nur daran, dass ich nicht lang genug streame. Nicht daran, dass das Spiel unglaublich lächerlich schwer ist. Geht ja nicht wie Magical Quest, dass man einfach mal durchspielt. Das ist Quatsch. Ich muss mir gleich definitiv noch was zu trinken holen. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich sogar noch eine Pepsi Max kalt gestellt im Gefrierfach. Alter, da kommt ein Arschgesicht runter. Da war's. Auf den Schlumpf falle ich nicht nochmal rein. Schlumpf ich nicht nochmal herein. Halt, da ist auch. Ach, wunderschön. Verschlumpft noch eins, könnte ich es dieses Mal schaffen. Keine Sorge, den Begriff werde ich noch viel öfter reinstreuen. Oh, meine Fresse. Das dämliche Stück Scheiße! Nein, er kommt wieder, lass mich weg. Oh. Also Alien Isolation ist auch nichts dagegen, gegen diese Geister. Oh. Das Feld. Ja, das Feld ist auch ein Scheiß-Level. Dann gibt's hier gleich nochmal ein Leben. Nein! Ja, das Leben ist ja noch da. Hast du das gespielt? Ich muss ganz ehrlich sagen, auf. Ich überlege gerade, wie dieser Schwierigkeitsgrad hieß, aber es gab irgend so ein. Ich habe mir das leider zu spät gekauft. Der höchste Schwierigkeitsgrad, den ich auswählen konnte, war nämlich irgendein später reingepatchter, in dem alles nicht mehr. In dem alles lächerlicher war, jedenfalls. Und ich fand das Spiel alles andere als einfach. Aber ich fand, das hat echt eine gute Stimmung aufgebaut. Scheiße. Lass mich hier hoch. Wie kommt man eigentlich da links hin? Da war ich noch nie. Bei dieser Heidelbeere da. Kann sein, ja. Und das hast du auf Albtraum durch? Nicht schlecht. Also ich meine, ich sage jetzt nur natürlich nicht schlecht, weil ich das ja auch auf Albtraum durch habe und dadurch weiß, dass es nur die allerbesten. Nur die allerallerbesten auf Albtraum durch haben. Es war halt der Schwierigkeitsgrad, wo man dann plötzlich auch diese ganzen
diese ganzen Sachen wie hier, dieses Radar und sowas, ne, die funktionierten da dann ja einfach nicht mehr. Und ich habe mich immer nur gewundert, also halbwegs funktionierten die noch, aber man konnte ja auch so Map-Daten runterladen und die funktionierten gar nicht mehr. Und ich habe mich immer nur gewundert, wofür zum Teufel lade ich die runter? Weil ich nicht wusste, dass das einfach mit meinem Schwierigkeitsgrad zusammenhängt. Ich gehe einfach weiter. Scheiß auf die Lebensenergie da. So, sehr gut. Für den Stern. Ich brauche die 30 Sterne für den Bonus-Level. Ja, der Radar war halt verbuggt, aber die Levelkarten haben gar nicht mehr funktioniert. Da konnte man immer in so Terminals runterladen. Deswegen war es halt auch teilweise ein bisschen dumm, weil man, also ich weiß nicht, ob du das da zum zweiten Mal durchgespielt hast oder zum ersten Mal. Aber ich fand gerade, wenn man das zum ersten Mal durchgespielt hat auf diesem Schwierigkeitsgrad, wusste man halt einfach nicht, wie es weitergeht teilweise. Scheiße. Weil dann halt es einem nirgendwo angezeigt wurde. Man muss dann immer. Oh nein. Ich muss aufhören, darüber zu reden. Ich darf meine Konzentration nichts irgendwie auch nur im geringsten ablenken lassen. Oh, Mephistopheles. Nein. Scheiße. Nur diesen Level und sofort schaffen, am besten noch mit 4 Leben. Ach so, ja, ich habe halt auch erst gehört, dass der später reingepatcht wurde. Halt, ich muss hier weg. Nein. Lass mich bitte in Ruhe. Nein, ich Idiot. Der Sprung ist nicht einfach. Aber ich habe immer noch keinen Pattern oder so. Klar, die hüpfen wie irgendwelche Billardkugeln halt von den Wänden ab, aber das bringt mir absolut gar nichts, weil das viel zu schnell passiert und viel zu wahnsinnig ist. Nein. Alien Isolation, mir hat das sehr gut gefallen, das Spiel. Ich habe auch dann noch diesen Modus gespielt, wo man, scheiße, mit der Mannschaft der Nostromo spielt. Nein, lass mich doch bitte einfach in Ruhe. Der war auch gut, aber der war halt ziemlich kurz. Ich war doch schon fast da. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wovon du redest. Eigentlich muss ich sagen, dass ich Putin leiden konnte, bis er in die Krim einmarschiert ist, aber bis auf das konnte ich ihn leiden. Das ist meine ausführliche Analyse. Ich finde den ganz dufte, den Typen. Allerdings hat sich das Dufte bei ihm weniger verduftet, seit er in die Krim einmarschiert ist. Gut, ich würde mal sagen, das ist die ausführlichste Tiefenanalyse, die du in diesem Bereich kriegen wirst von irgendjemandem, der Ahnung hat, was ich ja natürlich habe. Vierzehn von 15. Womit hätte ich den letzten Bonuspunkt bekommen? Nein. Easy. Na, scheiße. Ja, nein, das Leben. Ja, schön, mit 2 Herzen angekommen. Meine Güte, bin ich gut. Ich hätte da nach rechts drücken müssen. Für maximalen. Nein, scheiße. Heiko. Boah, Heiko. Ja, nee. Ich weiß ja nicht, auf wie viele hier im Stream sagen darf, bevor bei mir die Gestapo an der Tür. Nein, ich hab's gesehen und es war zu spät. Och, aber Heiko, den wünsche ich einfach nur. Den würde ich persönlich mit in die Kammer nehmen. Größte Feind bei freien Meinungsäußerungen in Deutschland seit Hitler? Ich meine, Hitler-Vergleiche sind immer in.
Deswegen würde ich sagen, seid Hitler. Da ist man immer richtig. Nein. Lass mich in Ruhe. Hier bin ich sicher. Ich höre ihn nicht mehr. Schach. Natürlich hat er das gehört, dass ich gesagt habe, ich höre ihn nicht mehr. Und jetzt, oh mein Gott, ich bin wieder... Der Sprung ist auch so scheiße, ey. Ja, nee, also ich... Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte ja früher mal mit dem Gedanken geliebäugelt. Also ich will ja eigentlich auch noch in die Politik gehen. Ich hatte mit dem Gedanken geliebäugelt, das bei der SPD zu tun, aber ich kann das einfach nicht mit gutem Gewissen bei der SPD tun. Mit der CDU auch nicht. Und ich weiß echt nicht mehr bei was. Ich muss auch zugeben, es ist schon lange her, dass ich da mit dem Gedanken geliebäugelt habe, das bei der SPD zu tun, aber er war mal da. Für ihn klatschen, ja. Ach, scheiße, wo... Ich dachte, ich hätte den Sprung. Alter, ich hab's. Komm schon, jetzt diesmal wird das was. Nein. Egal, trotzdem noch zwei Leben. Ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich da gerne rein wollte. Irgendwie 4 Jahre dann halt zumindest auf dem Papier arbeiten und danach schön geil lebenslange Rente kassieren. Weil mein Plan mit der Glücksspiral Sofortrente hat bis jetzt noch nicht funktioniert. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeiten sind höher, da in irgendein Amt gewählt zu werden. Du, wenn ich Geld wie Heu hab, lade ich dich gerne mal ein zu ein bisschen Koks und Nutten. Auch nicht zu häufig, ne? Sollst ja nicht übertreiben. Also ein-, zweimal am Tag vielleicht schon. Wie, ich soll jetzt mit dir die Schlümpfe spielen? Ja, nicht den Schwanz lutschen, Nutte. Du sollst jetzt mit mir Schlümpfe zocken. Ja. Darf ja auch nicht in Arbeit ausarten, sowas. Die habe ich letzte Runde ein paar Mal liegen lassen, die drei. Nein. Cringe. Das ist auch so ein neues Wort, das... Pfui. Ja, ich will das haben, irgendwie. Oh mein Gott, nein. Ach, scheiße, ich wollte da doch drüber. Wir wurden um das Wort Fremdschämen beneidet. Heutzutage sagen die Leute cringe. Stimmt doch irgendwas nicht. Nur die Lebensenergie nicht aufgesammelt.
Genau das. Du kennst das Wort ja doch. Halt, was habe ich dir getan? So. Lass mich in Ruhe, du Sack! Lumpf von dannen! Nein! Boah, es funktioniert. Juppie! Alter, noch zwei Leben. Leierhaft. Ja, kommt ungefähr so hin. Okay. Irgendwas muss man mit diesen dämlichen Dingern machen können. Ja, der rutscht da runter. Eigentlich will ich das nicht. Danke dir. Tauchen die nochmal unter? Ja. Ich wollte gerade loshüpfen. Jetzt, wo ich weiß, wie das Spiel funktioniert hier, mit diesen komischen, keine Ahnung, Blättern, ist das ja alles kein Ding mehr. Warte, man kann... Interessant. Muss man aber hier auch... Nein. Geht's hier weiter? Was? Nein, ich hab doch springen gedrückt. Ich wollte hoch. Nee. Unblödsinn fange ich hier gar nicht an. Alter, ich habe ja noch ein Leben bekommen zwischendurch. Danke auch für deine Nicht-Motivation nochmal. Die habe ich gebraucht. Was war das für eine Aktion? Das will ich haben. Komm her. Und ich hab's auch bekommen. Nee, ich warte, bis er nochmal auftaucht. Nur ich muss unabhängig davon, wie das gleich läuft, pissen gehen. Ja. Ich merke, die Blase drückt auch nochmal auf. Ich gehe hier jetzt kein Risiko ein, nur weil ich pissen muss. Grinst mich noch an, wohl wissend, dass die Blase drückt. Boah, meine Fresse. Wann hört denn dieser Level auf? Ich will Endgegner haben oder geilen Endgegner und Passwort.
Ja, los, geh nach rechts. Danke sehr. Alter! Was war denn hier der Boss? Ich muss pissen, was ist hier los? Hallo? Hallo Spiel! Hallo Spiel! Nein, bitte nicht. Wieso tut es das? Ich will pissen. Hattest die falsche Einstellung. Könntest du das irgendwie erläutern? Ich hab mich zusammengenommen und war... Was war das denn gerade? Mein SNES hat komische Nachrichten von sich gegeben. Mein SNES... Ich hab mich zusammengerissen, meine ich, und... Tatsächlich... Auch noch gewartet, immer bei den Fröschen. Ich bin nicht irgendwie voreilig runtergesprungen oder sowas. Und... Ich habe echt keine Ahnung. Es ist verdient geschafft. So. Uiuiui, da ist nur ungefähr ein Sechstel drin oder so. Wird weniger. Ist auch eine Kopfsache. Ja, ja. Danke dir, Coach. Ich hatte im Kopf schon lange verloren, bevor das SNES nicht mehr weitergeladen hat. Was eine Kacke. Blaubi, Schlumpfine. Torte. Geschenk. Juppie. Ja, ich hab's mitbekommen.
Ja, das SNES. Das Super Nintendo Entertainment System. Hab ich der SNES gesagt? Oder willst du mich gerade darauf hinweisen, dass ich vielleicht eine billige Nachahmung. Ich weiß. Ja, gut. Kennst das Problem ja auch. Freundin von mir hatte ein GameCube. Was, ein GameCube? Ja, es war ein GameCube. Ich war gerade überlegen, ob GameCube oder N64, weil auf anderen Konsolen gibt es keine guten Mario Party-Spiele. Das Teil hatte so einen Wackelkontakt, dass selbst ein Taschentuch, das auf es draufgefallen ist, schon teilweise gereicht hatte, damit das Ding abgestürzt ist oder eingefroren halt tatsächlich. Und immer wenn sie am Verlieren war, bei Mario Party, hat sie das Teil natürlich zufälligerweise so berührt, dass es abgestürzt ist. So hatte ich beim letzten Mal 4 Leben, als ich in den zweiten Level kam. Dachte, da hätte ich auch kein einziges verloren. Busch. Anscheinend hatte ich mich da geirrt. Alter. Das SNES von meinen Brüdern, also ich bin der Jüngste in meiner Familie. Meine Brüder, die haben. Ach, verdammte Pisse, noch ein. Die haben das SNES einfach nur. Ich meine, Brüder, die natürlich gönnt man sich nichts, das ist ja wohl selbstverständlich. Oh mein Gott. Und, die haben das SNES bestimmt 2-mal mit voller Wucht auf den Boden gedonnert. Und es läuft heute noch. Das Einzige, was mit dem los ist, ist halt, dass die Klappe, da wo die Spiele reinkommen, die ist lose. Das interessiert ja eigentlich keine Sau. Ich habe noch immer mein N64 von damals. Es funktioniert auch noch. Allerdings. Oh mein Gott. Ich brauche erstmal einen Schluck. Köstlich. Ich hoffe, du hast jetzt jedes Mal einen getrunken, wenn ich gestorben bin. Sonst bin ich enttäuscht. Juppie. Verdammt. Schwach, schwach, schwach. Also ich werde definitiv noch zumindest das Passwort ja wohl holen können. Vorher werde ich hier nicht aufhören. Was? Ja, natürlich. Ich bin enttäuscht. So stehst du also zu deinem Wort. Wieder. Wie könnte man sowas nennen? Action-Runde? Wenn ich in der ersten Welt 2-mal sterbe, ohne die zu schaffen und plötzlich nochmal ganz neu starten will.
Oh, dieses dämliche Stück Scheiße. Oh. Immerhin mit 6 Leben. Okay, vielleicht mache ich doch Schluss. Das ist ja, das geht mir. Nee, pfui. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nur, dass es mir meine Eier. Nein, 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 es geht mir. Es schlumpft mir auf meine Schlümpfe. Und zwar schlumpfhaltig. Sowas muss nun echt nicht sein. Brauche ich mir nicht geben, nicht nachdem ich schon Into the Breach of Heart vorhin so geil abgerotzt habe. Gute ist ja nur, es gibt nichts Gutes daran. Irgendwann muss ich es ja doch noch machen, aber nicht heute. Das kotzt mich gerade an. Ich kann ja nicht immer nur darauf hoffen, dass bei jedem schwarzen Bildschirm es wieder danach hell wird. Nächste Level kommt. Nee, das ist sowas. Sowas, das brauche ich nicht. Der SNES macht wieder Mucken, ja, und ich sinniere kurz darüber, dass ich sowas nicht haben will und deswegen glaube ich erstmal für heute Schluss mache. Was ja auch nicht. Ich meine, wenn ich es richtig gelesen habe, wolltest du ja E-Pen gehen. Ich hatte eigentlich vor, zumindest noch das Passwort zu machen, aber ich habe keine Lust, jetzt nach jedem Level auf die Gnade des SNES angewiesen zu sein, dass ich weiterspielen darf. Deshalb werde ich jetzt halt auch Schluss machen. Und ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Träum zuckersüß. Puderzuckert süß. Ich zitiere. Das habe ich damals auch nie durchgespielt. Xuma 90 vor ungefähr einer halben Stunde oder so. Aha! Ich scroll mal hoch. Aber nicht als Kind, aha. Ach so. Ja, jetzt bringt mir mein. Aber er hat schnell nachgeguckt und sich verbessert. Chapeau. Es ist. Ich gebe jetzt trotzdem. Das geht mir gerade zu sehr auf den Sack. Ich denke aber, beim nächsten Mal wird das Problem auf magische Art und Weise nicht mehr da sein, da es jetzt ja auch auf magische Art und Weise plötzlich hergekommen ist. Eigentlich soll ich auch noch nicht pennen gehen. Aber irgendwie habe ich auch gerade keine Lust mehr auf Essen. Jedenfalls, ja, ich sag gute Nacht. Fieder.